Hallöchen und willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part von diesem wunderschönen Let's Dare Live, nicht? Bin wie immer der Serax. Und wir sind schon seit anderthalb Stunden dabei, um unser Leben zu kämpfen. Bisher erfolgreich, wenn man es so nennen kann. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht in einen Lavasee reinfall. Das wäre unheimlich doof. So. Das ist wirklich interessant. Blöcke zu entfernen. Und zwei Fackeln anstatt nur eine hinzubauen. Okay. Ich hoffe nur, dass da kein Viech dann spawnt. Ich denke, so tief im Untergrund werden die hoffentlich doch nicht so häufig kommen. Jo, super. Nächste Spitzhacke. So. Wo ist denn eigentlich Redstone, Lapis Lazuli und Diamant? Aber apropos Redstone, ja. Ich musste es natürlich erwähnen. Ich brauche Redstone eigentlich nicht dringend. Gut, machen wir hier so eine Kreuzung. Oh oh, Höhle. Alter, was sind das hier für Geräusche? Nein. Willst du mich verarschen? Bin hier schon wieder am Schwitzen. Na gut, gruselig ist jetzt das Spiel nicht, aber ein bisschen von der Nervosität und da ist noch mehr Redstone, aber Redstone gibt mehr Licht. Form von Erzblock. So. Hier wieder hoch. Ich höre Lava, wie schön. Hier mangelt es ein bisschen an Licht. So, jetzt dürfte ich eigentlich. Ja, einigermaßen. Okay. Da unten ist Lava. Und da oben sind Monster, oder? Sieht danach aus. Nö. Schwein gehabt nochmal. Wie vorher auch. Können wir ja auch gleich Abkürzung machen. Und hier extra schön beleuchten. Und unsere Fackeln sind schon wieder aus. Helfe ich mal gleich nach. Die Stelle sichere ich erstmal ab. Immer schön sparsam. Die beste Variante. Dass man nicht reinfliegt und eventuell keine Monster durchkommen. Weil ich habe doch ein bisschen Respekt vor der Lava, weil ich eine Zeit lang sehr oft durch die gestorben bin. Und hier sind keine Diamanten. Ich krieg hier einen Koller. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Auch nichts. Ich glaube, wir werden hier in dem letzten Day Alive keine Diamanten finden. Sehr schade, weil das wäre das erste letzte Day Alive, wo wir das schaffen würden.
Aber das ist ja auch sehr unwahrscheinlich, Diamanten zu finden. Denke ich, wir graben uns hier weiter. Und ich glaube, ich bohre auch gleich den Lavasee an. Es ist beabsichtigt, dass ich mich in die Richtung grabe. Nur, dass ich halt ein bisschen Licht kriege. So. Dass ich auch abschätzen kann, wo ist jetzt der Lavasee? Wo werde ich sterben, wenn ich nicht aufpasse? Deswegen gleich Vorkehrungen dagegen treffen. Oh, wie schön das Blubbert. Eieiei. Ist ja gut. Okay, mehr Licht. Yay! Oh Gott! Das meinte ich. Da ist nämlich auch Lava. Lava Eis, Serax. Oh Gott, das sieht heiß aus. Okay, die fließt nicht weiter. Ein Glück. Feurige Angelegenheit, nicht? So. Hier müsste eine Höhle irgendwo sein. Oder so was ähnliches. Ja, oh Mann, wo sind hier scheiß Diamanten? Aber wenn, dann bräuchte ich schon ein paar davon. Weil bestenfalls kann ich mir da von der Rüstung machen. Oder wir können damit leichter in den Nether. Müssten uns dann keinen Eimer oder so craften und das dann so zusammenschnörkeln. So wollte ich das. So wollte ich das nicht. Okay, ich glaube, ich verfranz mich gerade. Mit dem ollen Franz. Hallo, Lava. Wo bist du? Da bist du aber. Okay. Aha. Oho. Ich bin hier doch ein bisschen vorsichtig, nicht, dass ich dann eine Höhle oder so anbohre und ein Viech kommt mir entgegen. Ist mir auch schon öfter mal passiert. Deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig. Ja. Und überprüfe erstmal. Aber hier ist auch. Hier sind auch überall Höhlen. Na, hier wird es schon wieder dunkel. Ein Glück, der Lavasee.
Dann wird es wieder heller. Im alten Keller. Wie reagst du, bist lustig. Okay, ich höre einen Zombie. Er müsste eine lustige Höhle sein, nicht? So, ich weiß gar nicht mal mehr, wo wir sind. Vielleicht sterben wir auch in den nächsten 5 Sekunden. Wer weiß. Ich weiß gar nicht mal, ob der jetzt unter oder über mir ist. Da drüben. Gut zu wissen. Trotzdem Sicherheitsabständchen. Und es hat sich gelohnt. Eisen. Na, no, jetzt ist diese Fotze von einer Fledermaus hier drin. Stirb. Du Hurensohn. Hallöle. Na, wie geht's dir? Bist du heute rallig, nicht? Bist du heute rallig oder was? So. Na, wo bist du? Hänschen, piep einmal. Ich kann mich auch so kloppen mit dir. Nope. Oh Gott! Alter! Scheiß Creeper! Ich hab's irgendwie gewusst. Ich hab's sowas von geahnt. Dass wenn ich jetzt da reinrenne, mir sicher ein Creeper entgegenkäme. Alter, verpiss dich! Olle Fotze! Ist da noch einer? Ich seh's nicht. Ja, da ist noch einer. Oh, du Fotze. Alter. Jag mich doch gleich mit in die Luft. Da jemand? Kannst du schlecht erkennen. Au, das war mein Nacken. Oh Gott! Alter! Komm her! Okay. Mr. Lee hier sein. Mr. Lee, blingen Nudeln. Also ich sehe schon wieder mein Tod. Ja, genau. Hilfe. Mr. Lee, nicht mögen das. Mr. Lee, sagen, verpiss dich. Alter, das kommt irgendwie Klischee. Mäßig und sehr rassistisch rüber, finde ich zumindest. Ich glaube, da kommt noch was oder auch nicht. Hallöle, hallö. Da kam nicht nur ein Zombie. Aha.
Wow, wie kommen hier eigentlich Höhlengeräusche? Die dürften eigentlich nur oben kommen wegen dem Wind. Mr. Lee, nicht mögen das. Mr. Lee, nur wegen Essen da sein. Hallo. Deswegen mag ich auch die Gegner nicht. Oh, Hallöchen. Du kommst hier nicht rein. Hey, dann könnte ich mir vielleicht einen Bogen machen. Mit dem Bogen bin ich ja nicht ganz tödlich. Bin ich so ziemlich tödlich. Weil ich Shooters bin. Sehe ich das richtig? Das ist eine Schlucht. Warum wird es hier wohl dunkel, Serax? Mach's Licht an, dann ist es nicht mehr dunkel. Nein, ist keine Schlucht, aber es ist ein Höhlensystem. Ein ziemlich doof. Doofes. Kommst du hier nicht hoch? Der kommt hier nicht hoch. Aber so ein Höhlsystem ist auch ganz doof. Deswegen regle ich das erstmal hier ab und gehe wieder zurück. Weil das da bedeutet mein Tod. Würde aber trotzdem pünktlich zum Partende kommen. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao und auf Wiedersehen. Oh yeah.